Also in einem Baumarkt. Ich kaufe ein bisschen Werkzeug ein. Aber dieses Ding hatte ich gedacht, sowas. Kannst du richtig das Zeug wegsäbeln? Sowas wollen wir auf jeden Fall. Sowas hätte ich auch gerne. Es macht voll Spaß. Ich hab keine Ahnung, Mann. Hast du nicht informiert vorher? Nein. Schleppst du mich hier rein und dann hast du keine Ahnung, was du kaufen willst? Nein. Kofferraum voll? Nice. Rein damit. Nimmst du das auch mit? Na klar. Das ist eine Ausbeute, du. Muss mal den Hänger finden. Ich hätte gerne so einen, weißt du? So ein fettes Teil. Oha. Hello, YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gartenvideo hier auf meinem Channel. Ich glaube mittlerweile die fünfte Woche schon, in der an jedem Mittwoch ein Gartenvideo gekommen ist. Heute mal mit Special Equipment. Ihr seht es vielleicht hier, ich habe ein neues Mikrofon. Lasst mir meine Kommentare wissen, ob man einen Unterschied hört. Und ich bin heute nicht allein hier. Heute ist das allererste Mal in einem Video meine Freundin dabei. Okay. Hallo. Leute, heute ist einiges geplant. Ich war im Baumarkt und habe unglaublich viel Geld ausgegeben. An der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der bereits Mitglied geworden ist hier auf dem Kanal. Falls ihr mich unterstützen wollt, checkt mal neben dem Abonnier-Button aus. Ihr könnt jetzt mich unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich habe mir endlich einen Rasenmäher gekauft. So sieht das gute Stück aus. Der rote Flitzer. Und dann habe ich mir hier noch so einen Heckenschneider geholt und so eine Motorsense. Und ich glaube, fürs Erste ist es schon mal eine ziemlich gute Kombi. Wir werden die jetzt mal auspacken, mal ausprobieren, mal schauen, was da so läuft. Und dann wollen wir heute so eine kleine Sitzbank hinbauen oder vielleicht zwei Bänke, damit wir zum Grillen halt was haben, wo wir uns hinsetzen können. Bist du bereit? Bin bereit. Wir packen jetzt erstmal die Sachen aus. Welches willst du haben? Ich nehme das Teil. Das da? Ja. Okay, dann packst du das aus und ich pack das aus. Ich glaube, die sind schon so gut wie fertig. Ja, hä? Das ist ja nicht mal auspacken. Ja, ich weiß nicht, ob man die noch irgendwie zusammenschrauben muss oder so. Ich habe mir hier übrigens Sachen geholt, die mit Akku betrieben sind. Alter, ist ja schon komplett fertig. Ich den kaputt machen? Ja, mach einfach. Leute, ich habe mein Mic mal an die Cap gemacht. Oh Gott, ich hasse solche Einleitungen. Leute, das erste Mal, dass ich einen Akku ranmache. Oh. Yo! Mega nice. Ich glaube, das funktioniert richtig gut. Ja, das ist richtig leise. Das Gute ist, ich kann den Akku an jedes Gerät dran machen, was ich mir von der Firma hole. Da müssen irgendwo Schrauben sein. Boah, das ist aber brutal laut. Ja, ich glaube, das Kabel ist zu lang. Das macht voll Spaß. Okay, Freunde, jetzt kommt das Wichtigste. Und zwar der Rasenmäher. Passende Werkzeuge ist immer dabei. Pass auf. Warum sowas auch für zu Hause? Ich muss ehrlich zugeben, ich mag solche Sachen aufbauen eigentlich gar nicht so sehr. Ich schon. Okay, da kommt dann das ganze Ding rein. Magst du lesen? Ich will auch aufbauen, nicht nur lesen. Oh shit. Oh mein Gott. Ausgepackt. Ist ja voll geil, man muss ja gar nichts bauen. Leute, schreibt mal einen Namen in die Kommentare für meinen neuen Rasenmäher. Wie sollen wir ihn nennen? Ich muss mal kurz gucken, ob hier Öl überhaupt drin ist. Das muss ich gleich kaufen gehen. Ich glaube, da ist nichts drin. Nichts drin? Nee, ist trocken. Scheiße. Okay, Freunde, da steht mein roter Flitzer. Einziges Problem, ich habe Benzin geholt, hab Rasenmäher geholt, bin ready. Aber mir fehlt Motoröl. Und das lernt man erst, wenn man einen eigenen Rasenmäher hat, glaube ich, dass man dazu auch Motoröl braucht. Ja. Deswegen geht es jetzt schnell zum Baumarkt. Ich hole noch Motoröl und dann schauen wir mal, wie das Ding in Action aussieht. So, ist jetzt schon mal ganz nice, ne? Very nice. Tanja hat ein kleines Geschenk bekommen. Sie wollte unbedingt einen Gartenstuhl haben. Deswegen haben wir jetzt einen Gartenstuhl geholt. Und ich habe jetzt endlich Motoröl für meinen Ferrari. Ich fülle das jetzt mal auf und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Dass falls Öl oder so daneben geht, dass es nicht einfach in den Boden reingeht. Aber ich denke, das kriege ich schon hin, ohne dass ich da was verschütte.
Das wird schwierig, das abzumessen. Ey, aber ich habe nicht gekleckert. Voll gut. Warte. Schatz, wenn es oben rausläuft, ist scheiße. Ja. Das ist zu viel. Das ist nicht zu viel. Erster Versuch. Ich probiere es einfach mal aus. Weiß nicht genau, wofür die zwei Dinger sind. No, 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 no. Oh nein, das ist mein Gott. Ja, das musst du da einklemmen. Hier, das dafür ist das Ding da. Das haben wir doch auf dem Bild gesehen. Achso, das da hier. Ja. Ergebnis? Naja. Voll gut. Ja? Mega gut. Ich weiß noch nicht. Schau das an. Ja, okay, man sieht schon die Spur. Oder muss ich die ganze Zeit das so halten? Ich habe keine Ahnung. Und dann muss ich mich richtig anziehen zum Rasenmähen. Und dann geht's los. So krass, wie schnell das mit diesem Rasenmäher geht. Ich war einfach so einen halben Tag mit Sensen beschäftigt. Jetzt habe ich dieselbe Fläche in, keine Ahnung, 5 Minuten gemacht, 10 Minuten vielleicht. Übel krass. Tanja macht jetzt noch ein bisschen damit. Die Ränder, wo ich nicht so gut mit dem Rasenmäher hinkomme, die Dinger sind eigentlich auch ganz geil. Weil da habe ich einfach Akkus am Start und die haue ich einfach auf jedes Gerät drauf und dann läuft es so 4-5 Stunden. Und das Geile ist auch, die sind relativ leise und man halt richtig gut an Stellen, wie zum Beispiel hier bei dem Baum oder so. Wo ich jetzt so nicht unbedingt mit dem Rasenmäher komme. Dann machen wir so ran. So, und dann ist da die Wiese auch weg. Also richtig nice. Kann man kurz ausleeren, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich bin mega happy, dass ich jetzt irgendwie mir mal vernünftige Sachen geholt habe. Und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne Mitglied auf dem Channel werden. Würde ich mich mega drüber freuen. Und Kuss geht raus an jeden, der schon Mitglied ist. Hey, ich glaube einfach. Boah. Okay, das wurde eindeutig Zeit. Alter. Okay. Ich glaube, ich muss heute ein paar Mal ausleeren. Ja, Freunde, wir mähen jetzt den ganzen Rasen hier. Tanja benutzt, glaube ich, ein bisschen die Sense. Mega geil. Das ist, glaube ich, Tanja ihr Lieblingswerkzeug, oder? Ja. Ich zeige euch noch ganz schnell, was ich jetzt rausgefunden habe, wofür die Hebel sind. Dieser Hebel ist sozusagen die Kupplung. Dann kann ich den Motor starten und mit diesem Hebel hier gebe ich sozusagen Gas und dann fährt er nach vorne. Ja. Jetzt wird weiter gemäht und wir sehen uns gleich nach der Timelapse. Let's go. Der Härtetest. Und zwar schaffe ich mit dem Rasenmäher auch das hohe Gras. Bin selbst sehr gespannt. Let's try it. No, 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 no. Geht schon gut, Leute. Okay, ich glaube, wenn es so ganz hoch ist, da muss ich noch ein, zweimal drüber. Ey, aber funktioniert richtig gut. Oh, wenn ich überlege, wie viel Arbeit das war mit der Sense, ey. Holy shit. Naja, dann mache ich jetzt mal hier noch ein bisschen frei. Weil dort hinten war ich noch gar nicht, ne? Dann kann ich da endlich auch mal ein bisschen hingehen. Schaut euch diesen Rasen an, Junge! Geil ist das denn, ey? Auf einmal kann man hier laufen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwelche Zecken am Start sind und so. Und man sieht jetzt erst, wie viel Platz hier überall ist, wenn der Rasen mal ordentlich gemacht ist. Hier ist natürlich immer noch fett Chaos. Ja, Leute, da vorne haben wir ein kleines Hütchen. Das müssen wir irgendwann auch mal erkunden in einem Video. Aber heute machen wir noch eine andere Aktion, denn Tanja hat Bock auf ein bisschen Handwerken und ich natürlich auch. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Sachen. Und wir bauen jetzt ein paar Stühle. Yeah, wir bauen ein paar Stühle, Leute. Und zwar haben wir hier diese alten Imkerkästen. Wir lassen die einfach auf der Öffnung stehen, so. Nehmen das Unterteil sozusagen als Sitzfläche und machen uns jetzt hier mit alten Brettern zwei Schrägen rüber und hier so eine kleine Lehne dran. Das wird toll, oder? Das wird mein Projekt.
Ja, ich würde sagen, wir suchen uns ein bisschen was, was passen könnte an Holz. Ja, die schauen doch gut aus. Die können wir noch ein bisschen abschleifen, oder? Ja. So, Freunde. Siehst richtig aus wie ein Handwerker mit deinem Helm. Wie ein richtiger Bauarbeiter. Vorher hast du ein bisschen ausgesehen wie ein Feuerwehrmann. Ah, es geht doch auch, oder? Ja. Wir haben hier auch ein bisschen Schleifpapier am Start. Ganze Sitzfläche mal abschleifen, damit wir keine Splitter bekommen. Let's fetz. Let's fucking fetz. Drecksviecher. Hier nochmal so einen Balken gefunden. Den werden wir dann benutzen als Lehnenseitenstrebe oder sowas. Alter, das ist immer schief, wenn ich hier säge. Ganz schön wackelig. Oh mein Gott! Wir machen nur eins, oder? Ja, ich würde sagen, eins reicht. Wir haben schon das Brett festgenagelt. Es hält eigentlich ganz gut und ich muss sagen, es ist auch ziemlich gemütlich. Man kann hier schon ein bisschen abchillen. Ein bisschen kippeln. Nice. Okay, dasselbe machen wir jetzt noch zweimal. Oder schon alle Bretter fertig eigentlich, ne? Ja. Let's go. Toll, wie schaut denn das aus? Das macht schon richtig Bock, so einfach Sachen selber bauen. Rein da. Jawohl. Macht richtig Spaß. Und da haben wir noch den dritten Stuhl. Sitztest. Oh. Schaut euch diese nicen Stühle an. Designerstühle sind das. Handgemacht. Wenn jemand kaufen will. Naturholz, unlackiert. 1000 Euro. Aber ich glaube, die sind ein bisschen lackiert. Ach so, ja, die Farben aber nur. Designerstuhl aus alten Bienenkasten. Wenn jemand kaufen will, schreibt es in die Kommentare rein. Wir räumen jetzt hier zusammen. Es sind viel zu viele Stechmücken hier. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wir haben hier extra so eine Kerze gegen Stechmücken, aber das hilft auch nicht wirklich. Wir sprühen es die ganze Zeit ein mit so Zeug. Hilft auch nicht wirklich. Falls ihr irgendwas Gutes kennt, irgendeinen Geheimtipp, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ja, ultra wichtig. Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet gerne Mitglied auf dem Channel. Unten neben dem Abonnierknopf könnt ihr da Mitglied werden. Ihr habt auch ein paar Belohnungen von, also schaut euch das gerne mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Gartenvlog, nächsten Mittwoch oder Freitag, 18 Uhr hier auf dem Channel. Bis dann, bye bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.